Herzlichen Dank. Ich rufe auf Tagesordnungspunkt 6, Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 10785. Schluss mit gefühlter Sicherheit, keine Ausweitung der Videoüberwachung in Nordrhein-Westfalen. Ich öffne die Aussprache und erteile als erstem Redner für die antragstellende Piratenfraktion Herrn Kollegen Herrmann das Wort. Bitte. Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer hier im Saal und zu Hause. Auch heute prägen die Ereignisse von Silvester wieder die Debatte hier im Hohen Haus. Und man muss feststellen, dass das Jahr wirklich nicht gut angefangen hat. Aber anstatt eine tiefergehende Analyse der eigenen Versäumnisse zu starten, wurde für das Sonderplenum vor 2 Wochen schnell ein 15-Punkte-Plan aus dem Hut gezaubert. Unter anderem wurde dort auch ein Ausbau der Videoüberwachung angekündigt. Etwas mehr Demut und die Übernahme der politischen Verantwortung wäre da unserer Meinung nach das bessere Zeichen gewesen. Wann hört das endlich auf, dass wann immer es Überfälle, Übergriffe, Anschläge irgendwo auf der Welt vorkommen, eine verstärkte Videoüberwachung im öffentlichen Raum gefordert wird? 80 Kameras am Kölner Hauptbahnhof. Haben die zu Silvester irgendetwas gebracht? Nein. Die Menschen haben ihnen aber vertraut, haben den Versprechungen der gefühlten Sicherheit geglaubt. Frau Kollegin Scharrenbach, die Angsträume, die Sie eben angesprochen haben, wir sind überzeugt, Videokameras helfen da nicht. Mit Kameras wird suggeriert, man würde etwas für die Sicherheit tun, aber das stimmt nicht. Im besten Fall tut man etwas für die Aufklärung der Taten. Aber das hilft den Opfern nicht. Die Landesregierung plant jetzt, unter anderem auf den Kölner Ringen, mehr Videoüberwachung einzusetzen. An keiner Stelle wurde bisher hinterfragt, wozu diese Maßnahme genau dienen soll und ob sie überhaupt geeignet ist, ein Ziel zu erreichen. Sie schreiben nur, dass Straftäter abgeschreckt werden sollen. Aber ich bitte Sie, nennen Sie mir eine einzige Studie, die belegt, dass Videokameras eine abschreckende Wirkung auf Straftäter haben. Die gibt es nicht. Kameras verhindern eben keine Straftaten. Wenn nachts Betrunkene Taten im Affekt begehen, dann macht die Kamera nichts. Die Kamera greift nicht ein, die Kamera kommt nicht zur Hilfe, die Kamera ist Zaungast und sie liefert die Bilder für die Schlagzeilen. Aber das darf nicht das einzige Ergebnis für den Einsatz sein. Kameras sind eben kein Sicherheitskonzept, sie sind weiße Salbe, sie sind ein Placebo. Meine Damen und Herren, die öffentliche Sicherheit von Straßen und Plätzen ist eine ureigene Aufgabe der Kommunen in Kooperation mit der Polizei. Die vielen kommunalen Präventionsprojekte können viel besser auf lokale Gegebenheiten und Bedürfnisse vor Ort eingehen, als das ein Kameraprogramm zentral aus der Staatskanzlei gesteuert das jemals leisten könnte. Die sichere Gestaltung öffentlicher Plätze durch offene Räume und durch gute Beleuchtung, die verhindert Straftaten. Wir wollen hier einmal mehr davor warnen, in der Videoüberwachung die Lösung von gesellschaftlichen Problemen zu suchen und auch von Problem bei der Strafverfolgung. Mit jeder Kamera geben wir ein Stück Freiheit auf und gewinnen keine Sicherheit. Jetzt, wo die technischen Möglichkeiten da sind, viele Kameras zusammenzuschalten und zentral zu steuern, braucht es auch eine politische Richtungsentscheidung, damit wir uns auch zukünftig frei und ungehindert bewegen können. Wenn jeder Schritt gefilmt wird, jeder Weg zum Arzt, zur Kirche, zur Moschee, zu Freunden und Bekannten, zu einer Demonstration oder der Weg zur Arbeit, wenn jeder Schritt überwacht wird, hat das einen Einschüchterungseffekt auf die Menschen zur Folge. Die aktuelle Situation der staatlichen Überwachung muss in ihrer Wirkung ganzheitlich und vollständig betrachtet werden. Die kumulierten Grundrechtseingriffe durch die Vorratsdatenspeicherung, die Bestandsdatenauskunft und das Ausmaß der Videoüberwachung im öffentlichen Raum haben ein erschreckendes Maß erreicht. Hier muss gegengesteuert werden, und das machen wir bereits mit unserem Antrag zur Vorlage einer Überwachungsgesamtrechnung, die gerade im Innenausschuss behandelt wird. Wir müssen dazu übergehen, Maßnahmen genau zu evaluieren und Kameras nur dann einzusetzen, wenn sie tatsächlich geeignet sind, zu helfen und keine flächendeckende Überwachung darstellen. Die bisherige Evaluation der Landesregierung, das wissen Sie genau wie ich, ist mangelhaft.
Die ist mangelhaft durchgeführt worden und blieb ohne eine unabhängige wissenschaftliche Begleitung. Mit unserem Antrag heute und hier wollen wir nicht mehr und nicht weniger, als dass Sie uns vor einem weiteren Ausbau der Videoüberwachung in Nordrhein-Westfalen belegen, dass die bisherigen Maßnahmen wirksam waren. Denn wir brauchen keine weiße Salbe, kein Globuli in Form von Videoüberwachung an jeder Ecke. Wir brauchen Polizistinnen und Polizisten, die erreichbar sind, auch auf der Straße, die helfen und eingreifen können, da wo es sinnvoll und notwendig ist. Vor allem brauchen wir weniger Angstmacherei und keinen sinnlosen Aktionismus. Und wenn Sie das auch nicht wollen, dann stimmen Sie unserem Antrag zu und legen die Berichte vor, die wir fordern. Danke. Danke, Herr Kollege Herrmann. Für die SPD-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Bialas das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, ja, in der Tat, es gibt nach tragischen Ereignissen schnell immer einen geforderten Instrumentenkasten an Maßnahmen, der dann schnellstens umgesetzt werden soll. Maßnahmen, die man schon immer gefordert hat, Maßnahmen, die das Ungewünschte verhindert hätten und oder in Zukunft verhindern werden, Maßnahmen, von denen man weiß oder annimmt, dass sie tauglich sind. Wir werden morgen an der Stelle ja auch noch mal über Bodycams sprechen. Und nach tragischen Ereignissen fehlt diese Debatte nie, und man muss bemüht sein, hier in der Tat keinen Hype entstehen zu lassen. Dennoch muss man bedeutsame strafrelevante Ereignisse zur Kenntnis nehmen. Und gerade die Ereignisse in Köln aufgrund des immensen Ausmaßes sexualisierter Gewalt gegenüber Frauen, aber auch aufgrund der damit verbundenen hohen Emotionalität, die geeignet ist, die Stimmungslage in vielen Bereichen unserer Gesellschaft zu vergiften. Man muss dies ernst nehmen, man muss genau, sachlich, ruhig und nüchtern betrachten, welche Maßnahmen geeignet sind. Mehr Überwachung ist nie ein guter Weg. Und wir würden uns wünschen, dass wir ganz ohne diese auskommen könnten, ganz ohne friedlich auch miteinander leben könnten. Die Realität ist leider eine andere. Und wir leben in keinen idealtypischen Räumen, sondern wir leben in einem realen Alltag. Und dieser ist auch dadurch gekennzeichnet, dass diese Räume nicht immer und überall für alle und gerade nicht für Frauen sicher sind. Daher können wir auch keine idealtypischen Antworten geben, sondern alltagstaugliche. Wir können keine absolute Sicherheit gewähren, aber weitestgehende haben wir sicherzustellen. Und richtig umfasst das Recht auf informationelle Selbstbestimmung das Recht eines jeden, sich in der Öffentlichkeit frei und ungezwungen bewegen zu dürfen, ohne zum Objekt einer Videoüberwachung gemacht zu werden. Aber auch richtig umfasst das Recht auf körperliche Unversehrtheit und freie Entfaltung der Person, das Recht einer Frau, sich an jeder Örtlichkeit jederzeit frei und ungezwungen bewegen zu können. Dieses Recht wird ihr hier nicht vom Staat streitig gemacht, aber der Staat hat hierfür die Gewähr zu tragen. Ausnahmen kann er nicht vermeiden. Dauerhafte Destabilisierung hat er zu verhindern. Unsere Menschenrechte, niedergelegt in den Artikeln unserer Verfassung, sind einzeln nie abschließend. Sie stehen untereinander in einem Spannungsverhältnis. Im günstigsten Falle ergänzen sie sich, oftmals konkurrieren sie. Videoüberwachung ist bereits heute nach unserem Polizeigesetz möglich. Es ist bei der Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und bei der beweissicheren Strafverfolgung ein mögliches, zur Verfügung gestelltes Mittel. In jedem Einzelfall muss entschieden werden, ob es sinnvoll ist. Dabei sei auch auf die sogenannte Wirksamkeit eingegangen. Wenn sich Menschen an verschiedenen Orten zu verschiedenen Zeiten unwohl fühlen, sich ängstigen, dann mag das nicht den objektiven Rahmenbedingungen einer tatsächlichen, realen, gefährlichen Situation auch mitunter entsprechen. Die Angst aber ist auch real und ernst zu nehmen. Insoweit ist insbesondere das subjektive Sicherheitsempfinden eine entscheidende Größe und auch hier immer mit einzubeziehen. Videoüberwachung ist keine Wunderwaffe. Ob ich mir englische Verhältnisse wünsche, würde ich eher sagen, nein. Auch ist es richtig, dass Daten in der Hand eines bösen, schlechten, gefährlichen Staates und einer schlechten Führung Verheerendes anzurichten geeignet sind. Wir kennen unsere Geschichte und wir sind auch nicht blind gegenüber den Geschehnissen in anderen Staaten. Sicherheitsmaßnahmen können Freiheiten behindern. Fehlende Sicherheitsmaßnahmen
leider auch. Sicherheit ist auch ein notwendiger und Freiheit erst mit ermöglichender Wert. Wenn wir es zulassen, dass sich Bürgerinnen und Bürger in unserem Land nicht mehr sicher fühlen oder zum Teil an verschiedenen Orten tatsächlich nicht mehr sicher sein sollten, dann muss Videoüberwachung als ein Mittel zur Beseitigung dieses Zustandes ernsthaft und konsequent geprüft werden. Diesem Gedanken verschließen wir uns nicht, daher lehnen wir den Antrag ab. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Bialas. Für die CDU-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Schittges das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, zum Antrag der Piratenfraktion darf ich zuerst sagen, dass der Abschied von der gefühlten Sicherheit genau das ist, was in Nordrhein-Westfalen zurzeit passiert. Als das Thema Kölner Silvesternacht in den Medien allgegenwärtig war, gehörte Pfefferspray beim Internethändler Amazon zu den 10 meistverkauften Artikeln im Bereich Sport und Freizeit. Und in verschiedenen Kommunen, das wissen Sie alle, schlagen sich die Verwaltungen derzeit mit neu gegründeten Bürgerwehren herum. Dem kann man entgegenhalten, dass die Zahl der sexuellen Übergriffe und der angezeigten Vergewaltigungen tatsächlich seit gut einem Jahrzehnt quasi unverändert ist. Die Wahrnehmung in einem Teil der Bevölkerung ist eine andere, nicht erst seit Silvester. Viele Menschen sind besorgt und sie reagieren darauf in der geschilderten Weise. Das darf und kann nicht in unserem Interesse sein. Dem Gewaltmonopol des Staates laufen Ereignisse wie an Silvester natürlich dramatisch entgegen. Aber auch eine Selbstbewaffnung sogenannter rechtschaffender Zeitgenossen widerspricht unserem Verständnis vom rechtschaffenden Staat. Vieles, das wissen wir alle, ist in der derzeitigen und an der derzeitigen Debatte irrational, ohne Frage. Aber ich kann Menschen verstehen, die ein krasses Missverhältnis beklagen zwischen der Zahl der Täter, die an Silvester unterwegs waren, und der Zahl der ermittelten Verdächtigen. Natürlich haben die Menschen die Bilder im Fernsehen gesehen von den vielen Handykameras, von den vielen Smartphones, schlecht belichtet und verwackelt, auf deren Basis man natürlich kaum einen Verantwortlichen identifizieren kann. Deshalb, das haben Sie alle auch den Medien entnommen, arbeiten sachverständige Mitarbeiter des Landes Nordrhein-Westfalen sich jetzt bei Scotland Yard ein. Die Piratenfraktion, meine Damen und Herren, beantragt nun, dass man keine schnelle Lösung nach tragischen Ereignissen verlangen soll. Dem stimme ich ausdrücklich zu. Aber wir als CDU rufen auch nicht urplötzlich nach der schnellen Lösung. Schon seit Jahren setzen wir uns gegen alle Widerstände, auch ohne unmittelbare tragische Ereignisse, für eine Ausweitung der Videoüberwachung ein. Insbesondere die Politiker wissen von den Praktikern der Polizei, die uns sagen, dass der Einsatz von Videogeräten auf öffentlichen Plätzen zu einer Reduzierung der Straftaten führt, und zwar in dramatischem Umfang. Das mag bei sogenannten, Herr Herrmann, bei sogenannten Affekttaten weniger ausgeprägt sein, da gebe ich Ihnen recht. Aber das, was wir in Köln und anderswo erlebt haben, das waren eben gerade keine Taten aus dem Effekt heraus. Nein, das war geplant und organisiert, wie wir meinen und immer wieder sagen. Und gerade gegen solche Verbrechen hat sich der Staat als wehrhaft zu erweisen. Zeugenaussagen helfen im Übrigen wenig bei solchen Fällen. Wenn die Täter zahlreich sind, dem Opfer unbekannt, wenn es dunkel ist und wenn selbstverständlich bei Betroffenen dann auch Panik ausbricht. Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen stellt keine anderen Informationen bereit als jene, die die Leute auch gewinnen können, denen ich auf der Domplatte oder anderswo begegnen könnte. Und ich gebe dem Kollegen Bialas völlig recht, Videoüberwachung ist keine Wunderwaffe, da kann ich Sie nur unterstützen. Der Ansatz der Piraten, meine Damen und Herren, zunächst einmal Wissenschaft zu ergründen, ob Videoüberwachung etwas bringt oder nicht, führt also nicht weiter. Erstens ist die wissenschaftliche Evidenz längstens gegeben und zweitens geht es Ihnen bei allem Respekt gegenüber verschiedenen Kollegen in Ihrer Fraktion auch nicht um Wissenschaft. Es geht Ihnen um die Verzögerung der Einführung von Maßnahmen, die Ihrer ideologischen Position entgegenlaufen. Daher sind wir als CDU-Fraktion immer und immer wieder geschlossen für eine Ausweitung der Videoüberwachung, für mehr gefühlte Sicherheit
ohne die es tatsächliche Sicherheit auf Dauer nicht geben kann. Wir legen den Antrag der Fraktionen der Piraten selbstverständlich ab. Dankeschön. Vielen Dank, Herr Kollege Schittges. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen erteile ich Frau Kollegin Düker das Wort. Herr Präsident, Kolleginnen und Kollegen, die gesetzliche Grundlage in Nordrhein-Westfalen, auf der Polizei Videoüberwachung im öffentlichen Raum durchführen darf, gibt es im Wesentlichen, so wie sie jetzt ist, seit 2003, mit kleinen Änderungen, aber im Wesentlichen gibt es sie seit 2003. Ich habe seinerzeit auch an diesem Gesetz mitgewirkt und uns war damals wichtig, diese Videoüberwachung im öffentlichen Raum nicht jetzt als Scheinsicherheit zu schaffen, aber auch nicht flächendeckend hier eine Videoüberwachung in Nordrhein-Westfalen dafür eine gesetzliche Grundlage zu schaffen. Es ist in diesem Gesetz so geregelt, in unserem Polizeigesetz, dass Videoüberwachung, Videobeobachtung nur an Kriminalitätsbrennpunkten, die auch nachgewiesen sind, eingesetzt werden darf, dass die Straftaten, die dort begangen werden, auch an den Ort gebunden sind, dass es nicht zu Verdrängungseffekten kommt und es muss eine Prognose über weitere Straftaten vorliegen. Und nur dann darf Videoüberwachung in Nordrhein-Westfalen durch Polizei in öffentlichen Räumen auch durchgeführt werden. Die Polizeipräsidenten in unserem Land sind da sehr sparsam mit umgegangen. Denn ich glaube, Polizeipräsidentenpraktiker sind oftmals weiter als Politik. Es gibt derzeit nur in Mönchengladbach und in Düsseldorf eine polizeiliche Videoüberwachung, Videobeobachtung im öffentlichen Raum. Frau Kollegin, entschuldigen Sie, würden Sie eine Zwischenfrage, ich glaube, von Herrn Kollegen Herrmann zulassen? Ja. Bitte. Ja, vielen Dank, Frau Kollegin, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Sie haben gerade die Voraussetzungen erwähnt, unter denen halt ein Ausbau der Videoüberwachung, ein Einsatz der Videoüberwachung laut Polizeigesetz möglich ist. Wollen Sie zur Kenntnis nehmen, dass wir mit dem Antrag genau die Vorlage der Berichte haben möchten, auf der Grundlage, wie Sie jetzt für die Ringe diesen Beschluss gefasst haben? Also ob halt Berichte gemacht worden sind, wir möchten diese Berichte gerne vorliegen haben. Nehmen Sie zur Kenntnis, dass das der einzige Inhalt dieses Antrags ist? Nehme ich gerne zur Kenntnis, aber dann hätten Sie hier so einen Antrag nicht stellen brauchen, wenn das so ist, weil nämlich in § 15a Absatz 5, ich zitiere, steht, 15a tritt am 31. Juli 2018 außer Kraft. Die Auswirkungen dieser Vorschrift und die praktische Anwendung werden durch die Landesregierung unter Mitwirkung einer oder eines unabhängigen wissenschaftlichen Sachverständigen geprüft. Die Landesregierung berichtet dem Landtag über das Ergebnis der Evaluierung. Ich gehe mal davon aus, dass sich diese Landesregierung auch an dieses Gesetz hält. Dafür brauchen wir jetzt hier Ihren Antrag nicht. Also von daher, klar, nehme ich gern zur Kenntnis. Ich würde aber gerne noch mal darauf abstellen, weil das oftmals jetzt auch in den Medien so dargestellt wird, warum wir diese Videoüberwachung ausbauen wollen, was sie nicht kann und was sie auch nicht darf. Und das, glaube ich, ist noch mal wichtig zu erwähnen. Wir dürfen sie als Land, die Polizei darf sie gar nicht präventiv zur möglichen Beweissicherung einsetzen. Weil vielfach heißt es ja, ich habe es heute Morgen erst wieder in einem Kommentar, ich glaube in der Rheinischen Post gelesen, ja, warum macht ihr das denn nicht? Man kann doch dann nachher die Täter damit fassen. Nein, das dürfen wir nicht. Das Bundesverfassungsgericht sagt hier sehr klar, und das ist eben auch sehr schwer vermittelbar, aber deswegen auch noch mal sehr deutlich die Abgrenzung, was wir überhaupt dürfen, was wir nicht dürfen. Wir dürfen nicht präventiv mit der Begründung präventive Beweissicherung zur präventiven Beweissicherung, dass vielleicht dort mal irgendwas passiert und wir das zur Beweissicherung brauchen, darf Polizei in Nordrhein-Westfalen keine Plätze überwachen. Diese Begründung steht dem Verfassungsrecht entgegen. Und das will ich hier noch mal ausdrücklich sagen, weil auch GdP-Vorsitzende in diesem Land, die es immer wieder aufführen als Begründung. Und da sollte man auch redlich sein. Und ich denke auch hier ein Selbstverständnis in diesem Landtag da sein, dass die Legislative sich selbstverständlich hier an Verfassungsvorgaben halten. Und jetzt kommt das Zweite. Was kann Videoüberwachung denn überhaupt machen? Wenn was passiert, und das finde ich, ist die wesentliche Voraussetzung zum Einsatz dieser Kameras, wenn etwas passiert, muss Polizei auch schnell vor Ort sein und helfen. Weil ansonsten ist das eine Scheinsicherheit für die Opfer, die sich sicher fühlen, wenn etwas passiert, aber Polizei nicht da ist, um ihnen zu helfen. Das ist eine wichtige Voraussetzung, denn dies erfordert dann wiederum nicht nur das Personal an den Bildschirmen, die Bildschirme überwachen, sondern
sondern auch frei verfügbare Kräfte, die sehr schnell und sehr nah dann auch vor Ort sein können. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Wiederüberwachung, aber ich glaube, das haben auch alle bis jetzt gesagt, hier nicht als Allheilmittel und überall zur Sicherheit einsetzen können und auch nicht sollten, weil hier ansonsten Scheinsicherheit suggeriert wird. Das, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist in Düsseldorf gut gelöst. Da sind diese Voraussetzungen erfüllt. Es ist ein Kriminalitätsbrennpunkt, der tatsächlich an die Örtlichkeit gebunden ist. Da trifft man sich halt am Wochenende nachts auch, um Straftaten zu begehen. So Frau ist das einfach. Kollegin, ja? Es gibt einen weiteren Wunsch auf Seiten von Herrn Kollegen Olea. Immer gerne. Nehmen wir den noch mit, bitte. Vielen Dank, Frau Dücker, dass Sie diese Zwischenfrage kurz zulassen, weil Sie jetzt gerade kurz erwähnten, dass ja die Erreichbarkeit des möglichen Tatortes für die Polizei genau mit das ausschlaggebende Argument ist, stellt sich mir gerade die Frage nämlich genau anders als in Düsseldorf, wo ja die Polizeiwache, ich als Düsseldorfer weiß das, in der Düsseldorfer Altstadt direkt 50 Meter in Reichweite ist. Wie weit ist denn die nächste Polizeiwache zu den Kölner Ringen überhaupt entfernt in diesem Fall? Um das zu rechtfertigen. Wenn wir das an einem Ort machen, ich gehe umgekehrt daran, Herr Kollege, wenn Videoüberwachung eingesetzt wird, damit es eben nicht zu einer Scheinsicherheit führt, müssen diese Voraussetzungen da sein oder eben geschaffen werden. In Düsseldorf, das ist richtig, sind sie. Die Polizeiwache ist um die Ecke innerhalb von, weiß ich, unter einer Minute. Und das ist wirklich an der Stelle dann auch der Gewinn dieser Kameras. Die sind ja auch nicht ständig im Einsatz, sondern dann, wenn da auch, ich sag mal, die Post abgeht, nämlich nachts an Wochenenden. Und dann schaffen sie es, unter einer Minute da zu sein und dann auch größeren Schaden zu verhindern. Nämlich wenn eine Schlägerei anfängt, dann auch da zu sein, damit bevor die Massenschlägerei da ist. Das, finde ich, ist in Düsseldorf ein Konzept, das wir auch vor Ort als Grüne und ich hier auch für das Land absolut mittrage, weil hiermit auch tatsächlich ein Sicherheitsgewinn verbunden ist. Und dies als Voraussetzung ist für mich ganz nüchtern. Dieses Gesetz haben wir, das entscheiden wir hier nicht parteipolitisch, wo jetzt Videokameras aufgebaut werden, weil das gerade in meinem Wahlkreis gut passt, sondern wir haben diese gesetzliche Grundlage, wir haben die Ansprüche daran, es muss geeignet sein, es muss erforderlich sein, es muss einen Brennpunkt nachgewiesen werden, die Polizei muss auch vor Ort sein können, wenn was passiert und auch die Bildschirme beobachten können. Und dann und nur dann trägt es auch zu mehr Sicherheit bei. Und da muss ich sagen, Herr Schittges, Sie haben mal eben aus dem Ärmel hier gesagt, und wenn wir das jetzt alles mehr hätten, dann wäre das in Köln nicht passiert. Das ist leider falsch. Denn wir haben, und das kann Videoüberwachung nicht leisten, so ehrlich sollten wir sein, die Abschreckung im Bahnhof von Köln, ja, war offenbar nicht gegeben, denn dort hängen überall Kameras. Ja, der ganze Bahnhof ist massenhaft mit Kameras überwacht und trotzdem haben diese Taten dort leider stattgefunden. Das heißt, wenn wir hier mit Videokameras tatsächlich den Menschen, und da bin ich für, wenn es geht, mehr Sicherheit bieten können, dann entlang dieser Kriterien. Denn ansonsten, und da bin ich wieder bei dieser Symbol- und Aktionismuspolitik, wir erreichen am Ende nichts, wenn wir als Antwort auf diese schrecklichen Vorfälle von Köln Scheinlosungen anbieten, um politische Geländegewinne zu machen. Am Ende die Opfer nicht wirklich merken, es ist mehr Sicherheit da, ich werde besser geschützt, dann verlieren wir Vertrauen. Das heißt, ein ehrlicher, ein pragmatischer Umgang mit diesem Instrument, dafür stehen wir Grüne und genauso werden wir auch zukünftige mögliche Standorte für Videoüberwachung bewerten und ich denke, dann wird auch mehr für die Sicherheit in diesem Land dabei rauskommen. Schönen Dank. Danke, Frau Kollegin Dücker. Für die FDP-Fraktion erteile ich Herrn Kollegen Lübcke das Wort. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen. Um das vielleicht mal vorweg zu schicken, also wir Freie Demokraten, wir wünschen uns grundsätzlich statt Debatten über mehr Videokameras lieber mehr Debatten über mehr Personal für Polizei und Justiz in diesem Haus. Das ist aber auch nichts Neues und damit wäre der Sicherheit im Land auch sicher deutlich mehr Unterstützung geleistet und gedient. Und das ist auch der eigentliche Knackpunkt, den haben wir ja schon oft genug erläutert. Ohne flankierende, ohne ergänzende Maßnahmen kann Videobeobachtung keine Wirksamkeit entfalten. Ansonsten diskutieren wir tatsächlich über Scheinsicherheiten, ansonsten
ist es auch Aktionismus, dem auch wir eine Absage erteilen. Also deswegen, Videoüberwachung ist deshalb an Gefahrenpunkten so, und Frau Dücker hat das gerade auch gesagt, auch wirklich nur so einzusetzen, dass Polizeikräfte danach unverzüglich eingreifen können. Denn klar ist doch, die Kamera an sich, die Kamera selbst verhindert richtigerweise keine Straftaten. Das tun dann nur die Eingesetzten, dann auch wirklich tatsächlich physisch vor anwesenden Polizeibeamten. Und fehlt es daran, dann wird es tatsächlich heute auch schon rechtlich schwierig. Frau Dücker hat es eben schon dargestellt, das brauche ich an der Stelle nicht wiederholen, das ist soweit auch bekannt. Und Fakt ist aber auch, Nordrhein-Westfalen verfügt gegenwärtig über eine vergleichsweise zurückhaltende gesetzliche Regelung zur präventiv-polizeilichen Videobeobachtung. Also § 15a Polizeigesetz lässt die öffentliche Videoüberwachung ja lediglich an Kriminalitätsbrennpunkten zu, übrigens stets befristet und unterliegt damit ja auch einer Evaluierungspflicht im 5-Jahres-Rhythmus, okay, das nächste Mal dann im Jahre 2018. Also insofern erschließt sich mir jetzt nicht ganz genau diese Forderung nach dem wissenschaftlichen Bericht. Wissenschaftlicher, ein bisschen unabhängiger geht immer, aber an dieser Stelle sehe ich hier nicht die zwingende Notwendigkeit darum. Uns geht es darum als Freie Demokraten, dass wir hier wirklich eine sinnvolle Austarierung zwischen Freiheit und Sicherheit haben in Nordrhein-Westfalen. Und ich glaube, wie so oft, wie in ganz vielen anderen Politikbereichen, darf man das eben auch nicht schwarz-weiß malen. Das hilft an der Stelle nicht weiter. Also wir versuchen hier vernunftgeleitet, oder wir stehen für eine vernunftgeleitete, großmögliche Abwägung von Freiheit und Sicherheit. Als Richtschnur gilt, so viele Maßnahmen zur Sicherheit wie nötig und so wenige Beschränkungen bürgerlicher Freiheiten wie möglich. Und das bringt, und da bringt uns Ihr Antrag an dieser Stelle aber leider auch nicht weiter, nimmt sich dieser Problematik auch nicht richtig an. Deswegen können auch wir ihm leider nicht zustimmen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Lürbke. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Minister Jäger das Wort. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Meine Damen und Herren, direkt eines vorweg zu sagen: Videobeobachtung im öffentlichen Raum ist kein Allheilmittel. Es kann nur ein Baustein sein, um insbesondere in begrenzten Gebieten, in begrenzten Bereichen für zusätzliche Sicherheit zu sorgen. Nur auch das klar zu sagen, Herr Herrmann, eine solche Videobeobachtung im öffentlichen Raum macht auch nur dann Sinn, wenn sie erstens, das sagt der § 15a mit aller Deutlichkeit, es müssen Kriminalitätsschwerpunkte sein, es sollte kein Verdrängungswettbewerb stattfinden oder keine Verdrängung stattfinden in andere Bereiche. Und was wichtig ist, die Polizeibeamten, Beamtinnen und Beamten müssen vor Ort sozusagen das Geschehen live beobachten können. Also man muss in der Lage sein, kurzfristig Polizeikräfte zuzuführen, um Straftaten zu unterbinden oder zumindest zu mildern. Und bevor es überhaupt so weit kommt, muss eine Kreispolizeibehörde in den engen Grenzen unseres Polizeigesetzes, das gut ist, weil es solche engen Grenzen setzt, prüfen, ob die Voraussetzungen für eine solche Videobeobachtung im öffentlichen Raum überhaupt gegeben sind. Nochmal ganz deutlich, es muss ein Raum sein, in dem regelmäßig Straftaten stattfinden. Und diese Entscheidung, ob eine Beobachtung im öffentlichen Raum stattfindet, trifft die Behördenleitung, also der Polizeipräsident oder der Landrat bzw. Landrätin vor Ort. Von dieser Möglichkeit des § 15a im Polizeigesetz machen zurzeit nur zwei Behörden Gebrauch, das ist Düsseldorf und Mönchengladbach. Und Frau Düker und Herr Bialas haben ja schon darauf aufmerksam gemacht, wie erfolgreich diese Videobeobachtung im öffentlichen Raum gerade hier an der Bolker Straße in der Altstadt ist. Herr Minister, würden Sie eine Zwischenfrage von Herrn Kollegen Herrmann zulassen? Ja, gerne. Ja, vielen Dank, Herr Minister, dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Exakt zu dem Punkt, da geht es nämlich darum, die Düsseldorfer Altstadt. Frau Düker hat das eben auch ausgeführt. Sie sagen auch gerade, das ist erfolgreich. Sicher kennen Sie Ihren eigenen Evaluationsbericht, in dem es heißt, halt, dass seit Jahren die Zahl der Straftaten schwankend sind. Es ist aber kein Rückgang zu vermerken, sondern sogar eine Steigerung teilweise. Insofern, wo ist der Sinn in Düsseldorf, wenn die Taten, also der Videoüberwachung, wenn die Taten in der Summe halt nicht zurückgehen? Ja, Herr Herrmann, dann müssen Sie auch diesen Evaluierungsbericht ganz lesen. Es geht nicht nur um die Quantität, sondern vor allem auch um die Qualität. Wir haben an der Bolker Straße insbesondere an den Wochenenden die Situation, dass angetrunkene Personen zu Körperverletzungen
neigend, das unter der Kamera ausüben und ausleben. Und es natürlich im Rahmen von Gefahrenabwehr Aufgabe der Polizei ist, dann unmittelbar einzuschreiten. Unabhängig davon, ob Zahlen steigen oder nicht steigen, in der Tat, sie sind schwankend, geht es vor allem darum, Dritte vor größeren Verletzungen, vor größeren Übergriffen zu schützen. Das geht nur dann, wenn beispielsweise durch eine Videobeobachtung, die nur ein Mosaikstein in einem solchen Raum ist, die Polizei auch Kenntnis bekommt von diesen Straftaten und dann unmittelbar einschreiten kann. Wären Sie vielleicht Betroffener mal, Herr Bolkerstraße, was ich Ihnen wirklich nicht gönne, Herr Herrmann, dann glaube ich, wären Sie froh, wenn Sie angegangen würden, dass unmittelbar eben durch diese Videobeobachtung Polizeikräfte in einer solchen Situation zugeführt werden können. Im Übrigen wird, wenn es denn eine solche Entscheidung einer Polizeibehörde gibt zur Videobeobachtung im öffentlichen Raum, immer regelmäßig der Landesbeauftragte oder die Landesbeauftragte für Datenschutz in diese Entscheidungsfindung mit einbezogen. Entscheidend für, ist darüber hinaus, dass eine solche Einrichtung nur für ein Jahr gilt, nur auf ein Jahr begrenzt sein darf. Die Behörde ist dazu verpflichtet, nach unserem Polizeigesetz diese Maßnahme zu dokumentieren und muss jeweils eine Verlängerung um ein Jahr wiederum aussprechen. Und diese Befristung, Herr Herrmann, sorgt, wie ich dafür finde, dass in regelmäßigen Abständen natürlich auch die Erforderlichkeit, die Verhältnismäßigkeit, aber auch der Erfolg einer solchen Maßnahme evaluiert werden muss. Ich finde, damit erfüllt diese Videobeobachtung tatsächlich ihren Kern, ihren Zweck, nämlich zur Gefahrenabwehr bei drohenden oder begangenen Straftaten durch die Polizei unmittelbar einschreiten zu können. Das ist gut angelegt im nordrhein-westfälischen Polizeigesetz mit klaren Kriterien, mit einem engen Korridor. Und den wollen wir jetzt auch zusätzlich nutzen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Meine Damen und Herren, weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. Ich schließe die Aussprache. Wir kommen zur Abstimmung. Die antragstellende Piratenfraktion hat direkte Abstimmung beantragt. Zu der kommen wir dann auch, und zwar über den Inhalt des Antrags, Drucksache 10785. Wer stimmt für den Antrag der Piratenfraktion? Danke sehr. Wer stimmt dagegen? Danke sehr. Gibt es Enthaltungen? Vielen Dank. Dann stelle ich fest, dass der Antrag der Piratenfraktion, Drucksache 10785, mit den Stimmen von SPD, CDU, Bündnis 90 Die Grünen und FDP-Fraktion gegen die Stimmen der Piratenfraktion mit großer Mehrheit abgelehnt ist. Ich rufe